Unser nächstes Thema. Wir hören das immer wieder. Jede Dosis zählt, jede Dosis muss verimpft werden, damit die Impfkampagne an Fahrt gewinnt. Aber da scheint es derzeit ein Problem zu geben, denn der Ruf von AstraZeneca ist mehr als ramponiert. Und einige Ältere sagen nun, ich warte dann doch lieber auf einen anderen Impfstoff. Berichte über AstraZeneca-Termine, die abgesagt werden, die häufen sich. Und genau das kann dazu führen, dass das mit der Herdenimmunität Richtung Sommer nicht klappt. Mahnende Worte einer Impfärztin aus Hamburg. Ich finde, mit den begrenzten Mitteln, die wir offensichtlich noch haben, mit der begrenzten Zahl an Impfstoffen, ist jetzt auch mal eine andere Solidarität gefragt, auch ein bisschen eine Solidarität den Jüngeren gegenüber. Ich finde, dass sie das großartig gemacht haben, dass sie Rücksicht genommen haben. Jetzt ist die vulnerable Gruppe, die einen schweren Verlauf nehmen kann, geschützt, ganz überwiegend. Und jetzt denke ich, wäre es schön, wirklich auch eine andere Art von Generationenvertrag da auch zu leben, dass man aufeinander Rücksicht nimmt, aber jetzt vielleicht auch in der anderen Richtung und dann nicht darauf besteht, dass man einen Impfstoff nimmt, der eben einem jüngeren Menschen jetzt zugedacht ist. Das wäre schön. Die Zeit zählt im Moment. Und wenn jemand sich gegen den ihm angebotenen Impfstoff entscheidet, dann stellt er sich ja quasi wieder hinten an. Das würde ich nicht riskieren. Bei Patienten über 60, insbesondere auch bei Männern, es gibt einfach keinen Grund, Astra nicht zu nehmen. Es ist ein guter Impfstoff. Meine Mutter ist 79, ist mit Astra geimpft worden. Ich war sehr glücklich drüber, weil sie eben schnell einen Impfschutz kriegt. Ich finde es gut. Und wir würden uns wirklich alle wünschen, egal ob im Impfzentrum oder hier, dass wir die Patienten mit uns nehmen können, dass wir sie alle überzeugen können und dass wir wirklich dazu beitragen können, dass wir alle möglichst schnell geimpft werden. Dann haben wir eine gute Chance, auch im Sommer. Ja, nur wenn die Älteren also ihre Impftermine mit AstraZeneca auch wahrnehmen, sind demnächst dann mehr Jüngere mit BioNTech dran. Wir sind eins. ARD.